Hello again, heute beschäftigen wir uns mit der Normalisierung. Wieso normalisieren wir? Das ist ganz einfach. Und zwar wollen wir keine Redundanzen in unserer Datenbank haben. Das ist keine Forderung, die erfüllt sein muss, aber wenn wir Redundanzen haben, dann könnte das zu sogenannten Datenanomalien führen. Was wäre das zum Beispiel? Dass wir beim Einfügen, Löschen oder Ändern Probleme mit der referenziellen Integrität haben oder Primärschlüsselverletzungen. Ein Beispiel, wenn wir uns diese Tabelle anschauen, die handelt von einer Person, die ein Haustier besitzt, und wir würden die Adresse entfernen, dann würden wir gleichzeitig Postleitzahl, Ort, Straße und Hausnummer entfernen. Und das Problem ist, zum einen, wenn diese Person mehrfach in der Datenbank stehen würde, müssten wir sie überall entfernen. Eine andere Sache wäre das Ändern von Daten. Da müssten wir gewährleisten, dass die eben überall, wo diese Person zum Beispiel vorkommt, diese Einträge eben geändert werden. Weil wenn nicht, dann ist das ein inkonsistenter Zustand der Datenbank. Diese Anomalien wollen wir eben vermeiden und deswegen normalisieren wir hier. Wir haben hier eine Liste von Werten in den Zeilen und das wollen wir einfach nicht. Nur aus genannten Gründen. Und für die erste Normalform müssen wir eben gewährleisten, dass in jeder Tabelle Position immer nur ein Wert steht und keine Liste von Werten, so wie hier. Also machen wir das mal. Dann sieht unsere Tabelle schon etwas größer aus. So, wir haben jetzt die Adresse aufgeteilt in Postleitzahl, Stadt, Straße und Hausnummer und auch das Haustier haben wir aufgeteilt in eine Art mit Namen und Alter. Hier haben wir immer noch ein Problem, denn wenn wir unser ER-Modell anschauen, sehen wir, wir können keine Person einfügen, die kein Haustier besitzt. Aber es gibt ja Personen, die ziehen gehen. Zudem würde man, sobald man ein Haustier entfernen möchte, sofort die Informationen über eine Person entfernen. Deswegen, um unser Diagramm in die zweite Normalform zu bringen, müssen wir partielle Abhängigkeiten beseitigen. Bedeutet, das Schema so auftrennen, dass die Attribute nur von dem Primärschlüssel abhängen, aber nicht von einer Teilmenge des Primärschlüssels. Bedeutet, der Vorname und Nachname zum Beispiel hängt an dem Primärschlüssel Person-ID, aber nicht an der Kombination aus Person-ID und Haustier-ID. Vorname und Nachname sind nur funktional von PID abhängig. Auch das machen wir nun und dann haben wir zwei Tabellen. Eine mit Person und da hängen die Attribute funktional vom Primärschlüssel ab und einmal Haustier. Da hängen die Art, der Name und das Alter auch von der ID ab. Allerdings haben wir jetzt noch ein Problem. Wir haben in gewisser Weise noch Redundanzen, denn wir haben transitive Abhängigkeiten in der Person-Tabelle. Was bedeutet das? Eine transitive Abhängigkeit ist, wenn ein Attribut von einem Nicht-Schlüssel-Attribut abhängig ist. Und das haben wir bei Stadt- und Postleitzahl. Postleitzahl ist kein Primärschlüssel und auch nicht Teil des Primärschlüssels. Aber der Stadtname hängt ab von der Postleitzahl. Und deswegen müssen wir hier nochmal aufteilen, um in die dritte Normalform zu kommen, in der dann eben keine transitiven Abhängigkeiten existieren. So, wenn wir das jetzt aufteilen, dann haben wir die Person-ID nochmal aufgeteilt und haben nur die Postleitzahl drin stehen. Wiederum eine Stadttabelle, in der die Postleitzahl und der Stadtname sind. So haben wir keine doppelt vorkommenden Stadtnamen, lediglich die Postleitzahlen, die hier als Schlüssel eben dienen. Es gibt auch noch eine vierte und fünfte Normalform, allerdings wird da nicht viel gemacht. Und wenn wir aber vierte und fünfte Normalform sind dann vorhanden, wenn eine Relation in der dritten Normalform ist und die Primärschlüssel nicht zusammengesetzt sind, also wir einen einfachen Primärschlüssel haben.